Ha? Ne yani ne? Video çekiyorum ne? İşte onu diyecektim. Evi süpürür mü diyecektim. Süpürme şimdi. Oldan bom, oldan bom. Kennt ihr das so als Aussender? Ihr hattet auch nie Weihnachten. Ihr bekommt sowieso zu Geburtstag keine Geschenke. Weihnachten gibt's auch nicht. Wir kriegen einfach nie Geschenke, gar nichts. So, in dem Sinne, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer Reaction von mir. Und heute reagieren wir auf eine neue Folge von Deutsche Memes. Ja, heute ist ein neuer Teil rausgekommen. Und ich würde mal sagen, wir labern nicht viel rum. Ihr wisst, wie es abläuft. Ganz kurz und knackig. Wenn das Video euch gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Glocke aktivieren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Peace. Junge, Alter, ich raste so aus. Ich raste so aus, Junge. Ich nehme diesen Controller ganz normal mit einem normalen Zornanfall und werfe ihn hier auf den Boden. Und der prallt ab. Und so ist ein 1000-Euro-Fernseher gefickt. Ich könnte wirklich... Leute, wie oft, also wer kennt das nicht, wie oft wollten wir unseren Controller gegen unseren Fernseher werfen, aber wir wussten ganz genau, kontrollier dich, ja, brück dich, weil das wird böse enden und dann Fernseher weg. Meine Fresse überall auf dem Titelblatt ist ein Zeichen dafür, dass ich alles richtig mache. Wenn ich will, gibt es echt ein Beef, keine Kissenschlacht. Ich bin anders als die anderen und sie wissen das. Warum? Warum? Warum macht man sowas? Gott hat uns erschaffen, Mann und Frau. Warum macht man sowas? Warum akzeptieren diese Leute das einfach nicht, dass du so geboren wurdest? Ey. Wenn die ersten Strahlen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln, musst du halt. Das war das neue Lied von Apache, hab ich auf Fenster gehört. Was meinen die damit? Im Schlaf noch niesen. Sind wenn die Sonne ihre Strahlen morgens durch das Fenster schießen, was sie deine Nase kitzeln. Niemals! Niemals hat er sich von so einem Kinderlied inspirieren lassen. Also was heißt inspirieren lassen? Der hat das geklaut, 1:1. Niemals! Okay, danke schön. Your Excellency, you have... Ja, can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Hä? Der redet auf Englisch, so Katastrophen-Englisch, und dann redet ihr auf Deutsch weiter, hä? Also jetzt hätte ich mir noch so einen Clip gewünscht, wo so, ja, sei es türkische oder kurdische Hochzeit, wo die einfach so tanzen und dann diese richtige Musik kommt, die dazu passen würde. Also dann wäre der Clip lustig. Jungs, seid ihr alle bereit? Opferfest? Problem, der Hund macht ja gar nichts. Aber ich verstehe das nicht. Warum haben wir Ausländer Angst vor Hunden? Das ist auch der Grund, warum ich keinen Hund habe. Ich habe eine Katze, die hat Angst vor mir. Aber ich höre, warum haben wir Angst vor Hunden? Ich check das nicht. Keine Ahnung. Hallo, ich wollte einfach sagen, dass McDonald's besser ist. Deine Mutter ist auch besser, ich hab die Dein Vater. Dein Vater. Oh, das Ding ist, ich kenne diesen Clip, ich habe den selber gestern auf Insta gepostet, aber ich höre, ey, boah, der ist so geil. Ein deutsches Mädchen, ihr müsst euch mal überlegen, ein deutsches Mädchen, ohne Hintergedanken, einfach so vielleicht 13, 14 Jahre alt, komm Isabel, wir machen einen Klingelstreich, irgendwie so, keine Ahnung, die rufen bei Burger King an und sagen, McDonald's ist besser. Ey, niemals würde ein Ausländer sowas machen, so, einfach so richtig so, ein, das ist ein seriöser deutscher Streich, ja, so richtig harmlos, so, harmlos. Typisch Kennex mit Hauptschulabschluss, die bei Burger King an der Kasse arbeiten, ja. Die dann dran, hallo. Und dann direkt am Beleidigen. Der war geil, der war geil. Wenn die Sonne untergeht, der war geil. Ja! Du Kerl, bitte! Raus! Raus! So mit gelber Weste, damit ich überall erkannt werde. Auffalle, ne? Das war dieser Dings. Ex-Muslim, oder wie heißt der? Dann kondensierst du wieder. Hä? Ich kondensiere oder konvertiere. Oh, der ist ausgenommen. Boah, der hat den rasiert. Was kommentieren? Willst du CD kommentieren oder was? Boah, der hat den richtig rasiert.
Audu bile bir şeytan. Was das? Von. Boah. Digga, rest in peace an den Kameramann. Aufwärts ganz normal finden, ne? Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, dass wir einfach mal einen kleinen Größenvergleich hier an den Start bringen. Ich sag nur, 4. Klasse Grundschule, Sport, Schwimmunterricht oder auch Sportunterricht. Wow, 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 hey, 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 hey! Auch wenn ich meinen Eltern immer so mein Handy gebe, ja, guck dir mal kurz Möbel oder so, guck dir das mal an, dann gehen die Fische links, rechts, oh, 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 genau so sind wir. Abdullah, Bruder, wie heißt nochmal dieses Lied? Agese Mathemati, Toto, Agese Mathemati. Welches Lied meint er? Bevor wir jetzt weiter hören. Komm ich nicht drauf. What? Shari is like a melody in my head. Ich höre, das haben wir aber auch früher immer nachgesungen, ja? Krass, Alter. Dass ich darauf nicht komme, Alter. Krass, Alter. Krass. Müsste ich eigentlich drauf kommen, Alter. Alter, die haben wirklich zum Schluss nochmal einen Clip rausgehauen, den fühle ich, der war richtig lustig. Ich dachte, jetzt kommst du eine Horror-Szene, da holst du raus, die tanzen alle. Geil, geil, geil. Ja Leute, das war's mit der Folge, kurz und knackig, deutsche Memes. Ich hoffe, die Reaction hat euch gefallen, ihr konntet ein bisschen lachen, ja. Eine kleine Unterhaltung hier nochmal kurz vor Iftar, aber ich glaube, das Video wird nach Iftar kommen, denn wir haben jetzt schon mittlerweile knapp 8 Uhr. Ich muss das Video noch gleich schneiden, dann schnell essen und dann hochladen, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall in dem Sinne, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, peace.